Öffner, hast du eigentlich schon wieder probiert rüberzukommen? So. Noch eine Runde Dings gefällig in dem Fall, Weltraumabenteuer. Mit Aufnahme. Ich hätte gerne einen Todesstern, wenn ich mitmache. Ich weiß schon. Also, wo man selber mitgestalten hat dürfen, okay. Welche Richtung ging das Schiff bauen? Eher als Kampfflieger oder eher Transporter oder was für eine Richtung? Bomber.
gerade gesehen, ich fahre beim falschen Kommando. Okay. Ich habe mich zu Gambi rüber. Ah, nicht Gambi, wer ist das? Ist ja random da, oder? Ja, ist glaube ich random. Naja, oder? Aber so scheint haben wir gerade zu wenig Leute. Also diese Runde ist zu wenig hier. Zu fünf ist schlecht. Wenn du wieder Tauben füttern gehst. Ja, eben, einer muss es ja machen. Echt, es liegen immer drei Grundsäcke herum, die man immer wieder zwischendurch stappen kann und hinwerfen kann, aber die anderen machen nur Damage. Ja, die hoffen sich, dass sie irgendwie was mehr kriegen, aber wenn es keiner macht, dann liegen die als erstes. Was meinst du? Ja, ich habe ja auch schon die Screenshots und die kleinen Videos, die er ja gepostet hat, der Erfinder von dem Spiel. Ich muss sagen, es schaut ja echt edel aus. Aber die Frage ist, wie das Endprodukt dann ausschauen wird. Kann man dann auch seinen eigenen Charakter erstellen, wo man dann das Schiff auch von innen mal anschaut? Oder ist es rein nur, dass man das Schiff von außen sieht und nur die ganze Zeit rumfliegt? Hat noch einen Sack von Taubenfüttern, ich habe gar keine mehr, sind die ausgegangen. Nee, hab auch keine mehr. Das heißt, wir müssen warten, bis der Typ schmeißt oder bis die großen Säcke respawnen. Kommen sie nicht wieder zurück. Okay. Mistvögel. Ach, warte, da vorne liegt eins bei ihm selber. Zum geknackten Orga am Hals, der will nicht sterben hier, du. Kerbel. Meinst du, das ist dein Job, oder? Ach, oder? Wir sind auch sehr wenige. Weil es mit dem Damage ging's ja. Er braucht halt definitiv mehr Ja. Futtersäcke, weil die Futtersäcke gehen immer so schnell aus. Die versuchen jetzt da, die Vögel von da wegzukriegen. Je weiter sie weg sind, desto besser. Könnt ihr eine schöne AOEs raufbomben. Was auch immer.
Blöde Hyäne hier. So was auf ihn fallen lassen. Hier habe ich zwei Stück bei mir. Ja, aufheben und einfach irgendwie hinter den Boss schmeißen.